Fang mal mit einem neuen Video an. Hier drinnen? Ja, oder wie wir vielleicht rausgehen. Auf jeden Fall muss hier ein bisschen Wind reinkommen. Es ist mal wieder soweit, ein neues Video. Es ist heiß, wir sind in Italien, in der Nähe immer von Rimini. Heiß, immer noch in Italien. Brutal. Ja. Wir haben diese Woche was richtig Schönes geplant, aber erst einmal brauchen wir ein bisschen Kaffee. Und wir stehen in der Nähe von so einem kleinen Ort. Den gucken wir uns jetzt mal an. Ja. Können wir den Ventilator mitnehmen? Gehst du in deinen Plastik-Adiletten? Ja. Ich auch. Ich hab Bock, mir irgendwelche anderen Schuhe anzuziehen. Ich auch nicht. Meinst du, wir müssen das Fenster zumachen? Nein. Wegen Regen? Ach so, ja, das kann sein. Mach mal lieber. So ein bisschen, oder? Lieber zu. Auch, ne? Ja. Oh. Zack, zack. Zack, zack. Den Ventilator drin lassen wir mal an. Nee, mach den aus. Dann steht da so die Luft drin. Ja, und wir setzen uns doch dann nach vorne und fahren dann, Schatz. Das ist doch Stromverbrauch. Wir haben eine große Batterie. Können wir ruhig Dann Strom machen wir die Fenster auf und dann kommt sowieso Luft. Wir müssen doch dann gar nicht mehr nach hinten rein. Wir wollen noch weiterfahren. Wir wollen noch frühstücken. Stimmt. Ja, wir machen dann alles auf. Wir machen dann alles auf. Okay. Ich habe meinen Autoschlüssel nicht mitgenommen. Nein, ich habe ihn dabei. Das Outfit in Adiletten. Ja, wir haben uns hier so eine Retro-Cam von Mellys Opa ausgeliehen. Beziehungsweise geschenkt bekommen. Jetzt wollte ich euch mal zeigen, wie wir hier so ein Foto machen, aber man sieht da gar nicht so wirklich durch. Aber schon cool mit dem Ding, ne? Mhm. Hier. Ja, die sind ja alle voll retro hier unterwegs. Geil, ne? Voll süß hier. Wie heißt denn das eigentlich? Weiß ich gerade gar nicht. Mal gleich nochmal gucke hier. Keine Ahnung, wo wir hier sind. Das Dörfchen heißt. Ach doch, San Clemente. Ah, San Clemente. Ist schön hier. Okay, und ein bisschen Wind geht auch. Wir machen von hier nochmal eine schöne Story, weil das ist hässlich da. Jo, okay. So, sehen uns dann bei Instagram. Oggi brioche, spinata. Oh, brioche. Buongiorno. Buongiorno. Trüffel. Und wir schwarzen Trüffel mal mitnehmen. Das kann man auch mal so geil in die Mayo machen. Ja, also Mayo, oh, wir machen Mayo-Trüffel mit Kartoffeln heute Abend. Oh. Nehmen wir auch mit. Oh ja. Den schwarzen, oder? Ja. Ja, jetzt konnte man gar nichts mitnehmen aus der Bäckerei. Ja, wir müssen uns jetzt erstmal ein ATM suchen. Und hier im Dorf gibt es aber keinen, das ist zu klein hier. Wir müssen zum nächsten Ort fahren und ja, wir können jetzt aber nicht mit Karte zahlen, weil es gerade eine Störung, also irgendwie irgendwas war da, keine Ahnung. Und dann haben die auch, die halbe Stadt hat irgendwie auch kein Telefon, ja, kein Internet und deshalb kann man auch nicht mit Karte zahlen. Ja, so Sachen gibt es halt einfach. Jetzt müssen wir zum nächsten Geldautomaten fahren. Strommast. Oder so. Ah, wir haben uns Käse ausgesucht und Wein und Brot und was noch? Ah, und Trüffel. 22 Euro. Das geht für so Spezialitätenladen, oder? Hoffentlich schmeckt das alles. Wein, Käse, Brot. Brot, ja, gutes teuer, Brot. Ne? Aber gut. Aber geile Sachen. Ja. Wollen wir da noch ein bisschen kurz runterlaufen? Ja, lass da nochmal hochgehen. Das hier ist unser neues Haus. Schon süß, so ein Steinhaus. So was hätten wir mal gerne. Mhm. Da hinten wäre Platz für unser Auto. Für unser rollendes Zuhause. So super, mit so einem Tor hier rein. Also das wäre das perfekte Haus. Ein Garten. Ja, das wäre schon ganz schön.
Sieht schon echt süß aus. Ja, ist sehr klein und fein, auf jeden Fall. San Clemente. Oh, und jetzt werde ich von einem Auto überfahren. Oh, das war die Polizei. Hier habe ich auch schon zig unterschiedliche Polizeibehörden gesehen. Ja. Polizei Lokale, Polizei Stradale, Carabinieri, was weiß ich. Guardia di Finanza. Guardia di Finanza. Ja, es gibt so ein paar, ne? Ja. Richtiges Polizeiland hier. Ja, Frühstück fällt jetzt erstmal aus. Wir haben nämlich eine offene Rechnung zu begleichen. Und auch noch nicht so wirklich Hunger. Also, wenn wir jetzt erstmal Geld abheben gehen, das ganze Ding bezahlen und dann irgendwo weiterfahren und auf halbem Weg frühstücken. Irgendwo frühstücken, ja. Und in unser Häuschen kommen wir irgendwann später wieder zurück. Jetzt wird aber erstmal gereist. Machst du das? Ja. Oh, die Kaffeetasse steht da oben. Du hast deinen Kaffee gar nicht ausgetrunken, Schatz. Guck mal hier, war jemand drinne. Da war jemand drinne. Der Schrank ist auf. Scheiße, ein Kleister. Das gibt's ja nicht. Scheiße. Diese Leute. Wir wollen immer an unseren Schrank dran. Wie willst du das nach vorne machen? Und die Töpfe mopsen. Was für guten Töpfe. Hm? Ist noch ein Schluck? Vom Kaffee? Ja. So, Kaffee sage ich Nino. So, jetzt geht's 4 Kilometer zum nächsten Bankautomat. Die hat gesagt, das sind 2, ne? 2 Kilometer eigentlich. Jetzt sind es 3,8. Egal. So schnell hat man Schulden gemacht in Italien. Abheben oder du? Ich kann auch Geld abheben. So, bitteschön. Yeah! Hey, nicht alles. Wie nicht alles? Hälfte, Hälfte. Ja, machen wir gleich. Okay. Wir haben jetzt hier Geld abheben können an der Riviera Banca und haben keine Gebühren bezahlt. Das erste Mal, dass wir in Italien Geld abheben. Sonst kann man auch überall mit Karte zahlen, aber dieses Mal Geld abheben ohne Bankgebühren mit der Tomorrow App Bank. Wegschmeißen. Haben wir überhaupt was eingesammelt? Ja, gestern so ein paar kleine Aperol Spritz Flaschen. Oh, ich habe ihn abgewürgt. Ah, oggi proprio. Ja, also wie wir noch in Südtirol waren, haben wir ja mal gesagt, dass das Müll wegschmeißen so ein bisschen schwierig ist. Das galt wahrscheinlich nur für Südtirol bzw. auch die Region, in der Trentino liegt, Veneto. Aber je weiter südlich man kommt, desto öffentlicher werden auch die Mülltonnen. Also hier können wir auch Müll wegschmeißen und man kann das auch super trennen. Es gibt hier Glas, Papier, Plastik und Restmüll. Hast du jetzt gesagt, so tatsächlich? Immer wieder eine Freude. Hast du das jetzt tatsächlich auf die Küche abgestellt? Ist doch nur ein Mülleimer. Kackst du außen am Mülleimer oder was? Ich weiß nicht. Ich glaube, du kackst in die Küche. Gebe gleich unsere Schuld. Sie hat sogar 2 Euro Nachlass gegeben, voll süß. Sie hat uns 2 Euro Nachlass gegeben? Ja, es waren irgendwie 21,85 und hat sie gesagt, ach, 20 Euro. Und hat gefragt, ob wir einen Kaffee haben wollen. Ich habe gesagt, ach nee, danke, wir stehen hier mit dem Auto. Ach, das ist ja lieb gewesen. Ja, ne? Voll süß. Der war das so unangenehm, da kann ich nichts dafür. Ach, war doch alles Paletti.
So, und jetzt fahren wir eine Stunde 30. Irgendwo machen wir dann einen Frühstückshalt. Jo, okay. Voll schön. Hier ist richtig schön. Wir haben eine gute Aussicht. Wir haben Ruhe. Ich glaube. Ja, die Aussicht ist echt toll. Gutes Internet haben wir auch. Gehen hier, glaube ich, keinem auf die Nerven, wenn wir jetzt hier mal stehen. Sieht schön aus hier auf jeden Fall. Ich glaube, hier bleiben wir. Ja, das Frühstück haben wir irgendwie noch nicht geschafft. Also wir sind einfach durchgefahren. Wir haben uns die ganze Zeit so gut unterhalten und die Landschaft genossen, dass es jetzt schon wieder 1 Uhr ist und wir haben nichts im Magen. Ja, aber das holen wir jetzt gleich mal nach. Alles Gute, so lala. Trocken. So voll löchrig. Also die Bäckerei gibt es seit 1955, steht da. Aber das Brot schmeckt wie... nix. Also da musst du richtig viel. Wer backt auch Brot ohne Salz? Wir hatten lieber das Weißbrot genommen, weil dürfen wir schon ohne Salz. Jo, wir haben jetzt schön gefrühstückt und die Aussicht hier genossen. Es ist nämlich echt richtig schön. Ich zeige euch das jetzt hier mal. Ich werde jetzt auch gleich mal mit der Drohne fliegen, denn es soll später regnen, deswegen will ich das jetzt gleich machen. Und das hier ist unser Platz. Also ein richtig schöner Platz hier in den Bergen. Total ruhig. Ja, und hier stehen wir. Also absolut cool und wunderschön. Das Internet hier oben ist bombastisch. Ich glaube, so ein gutes Internet hatten wir noch nie, seitdem wir in Italien sind. Also das erste Mal. Und deswegen werden wir das alles auch gleich mal nutzen und werden noch ein bisschen arbeiten. Ich werde euch mal zeigen, wie wir am E-Book arbeiten, also was wir dafür machen. Und an der Webseite wollte ich mich heute auch noch mal kurz hinsetzen. Das werden wir euch auch gleich noch mal zeigen. Ich glaube, erstmal hole ich die Drohne raus und fliege nochmal darüber. Mal sagen, wie viele Bilder wir gemacht haben und dass wir uns die jetzt angucken und aussortieren. Wie viele haben wir denn gemacht? 147. Wir haben 147 Bilder gemacht und die schauen wir uns jetzt an und sortieren unsere Favorite für unser Coffee-E-Book aus. Wie ist gut gemacht? Super sauber. 1A. Von denen erstmal? Ja. Das hier. Okay. Dann die Nummer aufschreiben. Oh, jetzt regnet's, du. Jetzt regnet's. Okay, das ist die 662. Reichen nur die letzten drei? Ja. Oder 7662? Die letzten zwei reichen. Bei all dem Trubel haben wir ja ganz vergessen, euch das Wichtigste für uns in dieser Woche mitzuteilen. Und zwar haben wir unsere eigene Kaffeeröstung rausgebracht. In Zusammenarbeit mit der Rösterei Kaffeestopp aus Birkenau, die wir schon seit 7 Jahren kennen, haben wir die letzten 8 Monate an diesem Kaffee gearbeitet. Und zwar ist das ein Kaffee aus Peru, der von einer Bauernkooperative gepflückt wird und dann in Deutschland geröstet wird. Der Kaffee ist biozertifiziert und Direct Trade, das heißt, die
Bauern arbeiten direkt mit dem Importeur und dann kommt das vom Importeur zur Rösterei und davon eben zu euch. Also es sind sehr wenige Schritte zwischen dem Pflücken der Bohne bis hin zum Endverbraucher. Und ja, wir sind mega happy, dass wir diesen Kaffee haben. Total cool. Den kann man als Espresso oder auch als Filterkaffee zubereiten. Und wenn ihr auf der Suche nach gutem Kaffee seid, können wir euch den richtig doll ans Herz legen. Der kommt auch in unserem E-Book vor. Da gibt es dann ganz viele Rezepte. Das E-Book darf ich euch jetzt aber noch nicht zeigen. Das ist nämlich top secret. Was ich euch aber zeigen kann, ist, wie unsere Website aktuell aussieht. Die ist noch nicht online, aber ja, wir arbeiten da so ein bisschen dran. Und es dauert alles ein bisschen länger wie geplant, weil wir uns alles ja, selber erarbeiten und beibringen. Aber wie die Website aussieht aktuell, das zeige ich euch gleich mal. Ich packe euch den Link, wie es zum Kaffee geht, unten in die Videobeschreibung rein. Und da steht auch ein Rabattcode. Da kriegt ihr auch noch natürlich Rabatt. Ups, verdrückt. Ja, und so sieht unsere Website aktuell aus. Also, hier oben geht es dann halt zu unserem E-Book, wenn es dann mal online ist und ein paar Infos über uns und Kontakt etc. Ja, und dann sieht die Webseite bis jetzt so aus. Texte müssen wir aber auch nochmal machen, also da ist jetzt noch gar nicht so viel drin. Jo, wie ich sehe, fehlt hier auch noch ein Bild. Keine Ahnung, wo das verschwunden ist. Und wenn man dann hier unten dann ja, quasi draufklickt, kommt man dann... Jo, okay. Also, da ist noch was schiefgelaufen. Da fehlt es dann einfach nochmal. Jo, an ein bisschen Feinarbeit. Aber deswegen sitzen wir da ja dran. Und wenn dann die Website online ist, dann kann man da ja, ganz viele Informationen über uns auch nochmal finden. Und auch das E-Book wird da veröffentlicht. Ja, genau. Aber ihr seht, wir haben ganz schön viel zu tun. Wir haben alle Hände voll. Alle Hände voll. Und deswegen würde ich einfach sagen, wir machen uns da jetzt mal ran, arbeiten ein bisschen am E-Book, arbeiten an dem Website. Genießen dabei das herrliche Regenwetter bei der tollen Aussicht und ja, dann sehen wir uns einfach nächste Woche wieder. Wir freuen uns, wenn euch unser Kaffee schmeckt. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Abonniert unseren Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und schreibt was Nettes in die Kommentare für die stille Dame hier neben mir. Vielleicht redet sie dann auch wieder im nächsten Video. Ich hoffe, eigentlich gleich zu reden, weil ich muss so pinkeln. Dann ist doch jetzt der richtige Zeitpunkt. Also jetzt mal ist der Schnauz. Tschüss. Piep. So, auf die Toilette mit dir. Du wackelst schon seit 20 Minuten mit deinen Beinen hier rum. Like a knife.